Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tesla Olli. Heute mal aus Wittstock mit dem nagelneuen Mazda MX-30 vom Autohaus Valeske, dem Mazda-Händler hier in Wittstock. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern schauen gleich mal uns das Auto an. Ja, zunächst der Hinweis in eigener Sache. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, um kein Video zu verpassen. Denn heute geht es um den Mazda MX-30. Mazdas erstes batterieelektrisches Fahrzeug. Ihr habt es sicherlich schon mal gegoogelt und euch vorab angesehen. Es ist jetzt ganz frisch auf den deutschen Markt gekommen. Wir sind einer der ersten, der die Möglichkeit hat, über den Mazda-Händler Valeske hier in Wittstock. Wunderschönes kleines Örtchen. Viele kennen es ja auch vom Autobahndreieck Wittstock-Dosse, wenn sie vielleicht auf dem Weg nach Berlin oder zur Ostsee sind. Müsste auch mal in Wittstock anhalten. Richtig klasse, richtig toll. Und hier vorne haben wir so ein richtig schönes, modernes Design. Manche kennen es ja aus der ähnlichen Form wie beim CX-30, dem Verbrennerkollegen. Wir haben hier noch so einen angedeuteten Kühlergrill, den brauchen wir natürlich beim Elektrofahrzeug nicht. Und haben hier Matrix-LED-Scheinwerfer, das Beste vom Besten verbaut, so wie ihr es auch aus deutschen Premium-Autos gewohnt seid. Wir haben hier auch eine ganz besondere Farbe, und zwar ist das so ein hellgrau-metallisch. Ja, der Mazda MX-30 steht natürlich auf dicken, fetten Schlappen. Schaut euch mal diese performanten 18 Zöller an. Sieht doch richtig schick aus, so ein bisschen in einem Aero-Design, richtig klasse. Ja, was bei den Mazda-SUV-Modellen überall ist, ist im Prinzip diese Kunststoffumrandung. Ihr seht das hier um den Reifen herum, vorne die Frontschürze, hinten die Heckpartie, kommen wir später zu. Das ist natürlich Geschmackssache. Viele wünschen sich das auch lackiert, gibt es aber leider auch nicht in der Lackierung, in der Aufpreisliste momentan zu finden. Was mir sehr gut gefällt, ist dieser Kontrast zwischen diesem hellgrau Metallic und diesen schwarz glänzenden Außenspiegeln, schwarzen Applikationen hier am Fahrzeug. Das macht so eine richtig sportive, dynamische Note bei diesem SUV in der Länge 4,40 Meter. Also wir sprechen hier über einen relativ Kompaktwagen, würde ich es mal nennen, schon etwas größer als ein Kleinwagen, und haben auch hier so eine Coupé-artige Dachlinienform, die nach hinten so ein kleines Stück abfällt. Ja, von der Rückseite seht ihr diese coupéhafte Form des Mazda MX-30 nochmal im Speziellen. Was mir besonders gut gefällt, sind diese Scheinwerfer, die erinnern mich so ein bisschen an so einen modernen Ferrari, ne? Der hat doch auch so hinten so kreisrunde Rückleuchten, Steffen, oder? Ja, das finde ich hat Mazda richtig gut gemacht vom Design. Und ihr seht hier diese kleine runde Form. Ist ein sehr rundes, homogenes, filigranes, feminines Auto. Die Besonderheit bei dem Mazda MX-30 ist, dass er wie der BMW i3, ich verlinke euch mal das Video zu meiner Review vom BMW i3, zwei gegenseitig entgegensetzt öffnende Türen hat. Das heißt, wir haben hier einmal die komplette Fahrertür, die sich öffnet, und dann haben wir quasi die B-Säule in die hintere Tür integriert, die dann entgegengesetzt sich öffnet. Und da sieht man auch schon den ersten Blick auf dieses schmucke Interieur, was wir euch erst später zeigen, und deswegen mache ich es auch gleich wieder zu. Ja, natürlich schauen wir auch beim Mazda MX-30, der ja von seinen Verbrennerkollegen CX-30 abstand, mal unter die Haube. Und ich muss euch sagen, das ist keine Haube, sondern die wiegt gefühlt locker 30 Kilo. Ne? Ich weiß nicht, was die Mazda-Ingenieure hier reingebaut haben in die Haube. Die ist auf jeden Fall extrem schwer. Dahinter verbirgt sich unser Elektromotor mit 145 PS und 270 Newtonmeter Drehmoment. Steffen, vielleicht kannst du hier mal reinzoomen. Hier ist ja riesig Platz. Hier ist der kleine Elektromotor mit dem Antriebsstrang und was alles so dazugehört. Die 12-Volt-Batterie, die typischen Flüssigkeiten, die wir so erleben. Aber theoretisch hätte man ja hier noch einen kleinen Kofferraum, ich weiß nicht wie, wo, irgendwo integrieren können, wo man auch Ladekabel hätte verstauen können. Das ist sicherlich der Anfang bei Mazda mit der Elektromobilität und schafft natürlich noch Luft nach oben. Ja, wo früher beim Verbrenner die Tankklappe war, ist heute beim Elektroauto ja der Ladeanschluss. Und der ist hinter einer riesigen großen Klappe versteckt. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Platz für den Typ-2-Anschluss, wo wir ja unter Wechselstrom bei diesem Auto nur einphasig bis 7,4 Kilowatt laden können.
da müsste Mazda vielleicht noch mal drüber nachdenken, auch eine dreiphasige Lademöglichkeit an Wechselstrom bis 11 kW anbieten. Das ist ja inzwischen der Minimumstandard für batterieelektrische Fahrzeuge. Und wenn wir das untere Teil noch rausziehen, haben wir ja wieder den CCS-Anschluss, das Combined Charging System, wo wir an Gleichstrom DC bis zu 50 kW laden können, bei einer Akkukapazität von 35,5 Kilowattstunden. Kann man ungefähr sagen, eine gute halbe Stunde ist man wahrscheinlich wieder bei 80%, wenn man mal auf einer Reise ist. Was mir einfach gefällt, ist diese coupéhafte Form. Steffen, ich hoffe, wir kriegen das hier so auf der Kamera rüber mit dem Heckkantenspoiler, dann hier so ein bisschen so dieses breite, bullige und dann schaut doch mal, das sieht doch wirklich fast aus wie beim Ferrari, ne? Okay, ich übertreibe, es ist ein Mazda. Mazda MX-30, rein batterieelektrisches Fahrzeug. Und ihr seht, wir haben hier einen großen Kofferraum mit einem Ladevolumen von 366 Litern, was unserer Meinung nach in der Klasse völlig in Ordnung ist. Ihr seht, man kann ihn schön beladen. Wir haben hier eine normal hohe Ladekante für ein SUV. Wir haben ja hier so ein Mini-SUV. Steffen, komm noch mal ein bisschen näher vielleicht hier heran. Hier haben wir im Prinzip das Typ-2-Kabel vom Händler und auch wahrscheinlich das Schuko-Notfallset. Und hier drunter, hier so eine kleine Gummimatte, das mag ich ja ganz gerne. Dann bleibt das immer schön sauber hier, der Teppich. Haben wir hier leider wenig Ablagefläche. Es hängt auch mit dem Bose Soundsystem zusammen. Dieses Auto hat ein schönes Bose Soundsystem mit einem hervorragenden Klang. Und dann ist hier noch das Tire-Set, wenn man mal eine Panne hat, dass man da mobil sich erstmal behelfen kann. Und natürlich könnt ihr auch beim Mazda MX-30 die Hutablage abnehmen, was gar nicht so einfach ist. Dann herausnehmen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Rücksitzbänke ein Drittel, zwei Drittel umzuklappen. Und habt ein Volumen von über 1170 Liter Stauvolumen, dann um das Auto zu beladen. Und natürlich kann man die Rücksitzlehnen auch richtig umklappen. Wir haben natürlich wieder mal bequem gesessen. Der Tesla Olli hat es sich natürlich schön bequem gemacht und die Sitze ganz hinten gehabt. Und deswegen sind die Lehnen nicht ganz umgeklappt. Dann haben wir diese 1170 Liter Stauraum und vorne aber noch ausreichend Platz, um dort bequem zu sitzen. Ihr seht es hier wieder mit diesem entgegengesetzten Türkonzept. Ist mal eine ganz andere Geschichte. Ja, der Tesla Olli hat es natürlich schwer, da hinten reinzukommen. Aber das liegt sicherlich auch an seinen 1,85 Meter und seinen 99,9 Kilogramm. Ja, wo es natürlich auch unpraktisch sein könnte mit den entgegengesetzten Türen, ist, wenn man kleine Kinder hat, die mal schnell am Hort und an der Schule herauslassen will. Da muss man natürlich immer erstmal um das Auto herumrennen und dann das Kind aus dem Auto lassen. Gerade wenn es dann die Größe vielleicht hat, wo es schon alleine ein- und aussteigen kann, ist es dann vielleicht etwas unpraktisch, weil man erst immer die Tür öffnen muss. Wo man natürlich auch aufpassen muss, ist, wenn man natürlich die Tür vorne geöffnet hat, dann kann man zwar diese Tür schließen, aber wenn jetzt irgendjemand kommt, der sich mit dem Mazda MX-30 nicht so gut auskennt wie der Tesla Olli, der würde jetzt diese wunderschöne Tür gegen diesen wunderschönen Lack hauen. Also haben wir hier zwar auf der einen Seite mal ein freshes Design, aber jeder für sich muss natürlich feststellen, ist das praktisch oder ist es unpraktisch. Ja, schaut doch mal, was Wittstock für eine herrliche Stadtmauer hat und dann mit so einem wunderschönen Rosenbusch. Die duften gut. Also geht mal nach Wittstock. Wismar waren wir ja schon beim Supercharger-Video und schaut euch mal Wittstock mit der alten historischen Stadtmauer an. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema und schauen uns den Mazda MX-30 von innen an. Ja, also wo sich Mazda wirklich richtig Mühe gegeben hat, was richtig geil und hochwertig ist, sind hier die Türverkleidung und der Innenraum. Da können sich viele andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Statt dem harten Plastik hat man hier quasi über das harte Plastik so recycelte PET-Flaschen wohl rübergezogen. So steht es zumindest in der Beschreibung. Verbunden mit Kunstlederapplikationen. Hier unten ist ja wieder das Hartplastik, muss ich sagen. Wirkt doch gleich eine ganze Ecke wertiger. Ja, im Mazda MX-30 gibt es noch 1000 Knöpfe. Das fängt hier an der Seite an, wo man diverse Einstellmöglichkeiten hat. Von der Memory-Sitzfunktion für den Fahrersitz. Der Beifahrersitz ist ja manuell verstellbar. Bis hin dann auch zum Multifunktionslenkrad mit der Laut- und Leise-Taste. Abstandstempomat, Setup, Geschwindigkeitseinstellung, Limiter. Dann halt eben auch der Spurhalteassistent etc. pp. Hier in der Mitte haben wir eine Mischung aus einem
digitalen und analogen Cockpit und das zeige ich euch jetzt. Ja, das Multifunktionslenkrad ist in zwei Bereiche unterteilt. Einmal auf der rechten Seite alles zum Thema Abstandstempomaten und Spurhalteassistenten und auf der linken Seite alles rund um das Soundsystem und das Infodisplay in der Mitte. Ja, hier seht ihr sehr schön das zentrale Infodisplay in der Mitte und links haben wir eine analoge Anzeige, wo man quasi dann runter links in den Charge-Bereich kommen, wenn das Fahrzeug rekuperiert. Und nach rechts bewegt sich der Anzeiger dann je nachdem, wie stark wir das Strompedal treten. Und auf der rechten Seite haben wir statt der Benzinanzeige hier eine Batterieanzeige. Ihr seht, der Akku ist fast voll. Und rechts zeigt er sogar die Batterietemperatur an. Und im zentralen Display können wir natürlich auch den Abstandstempomaten dann mit einblenden und sehen, ob das Auto dann auch Fahrzeuge vor sich erkennt. Und natürlich verfügt der Mazda MX-30 auch über ein Head-Up-Display, wo einem die Geschwindigkeitsbegrenzung, das Tempolimit angezeigt wird, über die Verkehrszeichenerkennung und natürlich auch die aktuelle Geschwindigkeit und den Zustand des Tempomaten. Und wenn man eine Navigation gestartet hat, so wie jetzt, dann natürlich auch die Richtungspfeile und Entfernung der Navigation angezeigt bekommt, wann man abbiegen muss. Ja, der Mazda hat einen zentralen Powerknopf, wo man dann auch das Fahrzeuginnere ein- und ausschaltet, inklusive dem Elektromotor. Haben hier eine sehr, sehr schöne Mittelkonsole, wo wir die Klimaanlage steuern. Haben hier in der Mitte, wie man das kennt, von der klassischen Automatikgetriebe, den Automatikwählhebel. Und hier in der Mitte noch diese zentrale Steuerungseinheit für die elektronische Parkbremse, die Auto-Hold-Funktion an der Ampel, sehr praktisch. Und was wir noch sehr gut kennen, ist die Steuerung hier über das Drehrad dann für das Display. Das heißt, wir haben hier keinen Touchscreen verbaut, sondern steuern die ganze zentrale Bedienungseinheit oben dann im Display über das entsprechende Drehrad und können hier beispielsweise in der Karte rein- und rauszoomen und das manuell bedienen. Was während der Fahrt, wenn man sich mit diesem Drehrad gut auskennt, eigentlich auch in der Praxis sehr gut funktioniert und nicht ablenkt. Was mir auch gut gefällt, ist, dass wir hier diesen klassischen Laut- und Leise-Regler haben. Ja, wo wir sehr schön das Bose Soundsystem drüber steuern können. Und hier haben wir sogar noch die Möglichkeit, eine Taste separat zu belegen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Mittelkonsole hier so unterteilt ist. Wir haben hier ein richtig großes, schönes Fach. Da kriegt man sogar eine kleine Handtasche hin. Und dann haben wir hier nochmal eine Schuko-Steckdose mit 150 Watt Belastbarkeit. Sowie zwei USB-Anschlüsse, wo man dann entsprechend auch noch sein Telefonkabel anschließen kann. Was mir gut gefällt als Einlage, ist hier Kork gemacht. Und Steffen, lass uns mal hier weiterschauen. Hier sind nämlich auch noch zwei Ablagefelder, die man so aufklappen kann, wo sich auch zwei große Getränkehalter verbinden. Und das in Verbindung mit dem Kork ist natürlich sehr, sehr haptisch angenehm und insane. Und zu guter Letzt haben wir hier eine schöne Mittelarmlehne mit einem schönen großen Stauchfach, was hier nach vorne hin geöffnet ist. Die Mittelarmlehne kann man auch schön verschieben. Ich muss sagen, man sitzt richtig toll in dem Mazda MX-30. Ihr seht hier auch diese tolle Qualitätsanmutung der Stoffsitze an der Seite mit der Kunstleder-Applikation. Das macht alles einen sehr, sehr hochwertigen, feudalen Eindruck. Auch hier oben das Armaturenbrett ist wie so eine Art Gummi, sieht aus fast wie Kunstleder bezogen. Von der Haptik wie von der Optik wirklich absolut Premium. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch ein ordentliches Handschuhfach, was man hier auf- und zuklappen kann, was dann den Gesamtinnenraumeindruck abschließt. Ja, über das Drehrad bin ich jetzt nochmal über den Menüpunkt in das Hauptmenü gekommen. Hier haben wir Informationen, wo wir verschiedene Daten ablesen können vom Verbrauch, über auch Überwachung der Hochspannungsbatterie. Da seht ihr den Ladezustand 94%, die Reichweite 195 Kilometer. Wenn wir die Klimaanlage ausschalten würden, würden wir sogar noch 5 Kilometer gewinnen. Das macht natürlich bei 26 Grad Außentemperatur relativ wenig Sinn aktuell. Aber ihr seht, man kann hier alles in dem Auto auch über dieses Drehrad sehr, sehr gut erreichen. Auch Unterhaltung gibt es hier verschiedene Möglichkeiten vom ganz normalen Radio, wie ihr es kennt, über Apple AirPlay Möglichkeiten. Dann halt über das Apple CarPlay auszusuchen. Dann haben wir natürlich Android Auto in der Verbindung und ganz normal auch die Möglichkeiten, Speichermedien anzuschließen oder auch die iPod-Funktion über das
Bluetooth zu aktivieren. Kommunikation ist dann das Handy. Ich habe mein Handy jetzt nicht verbunden über Bluetooth, aber ihr seht, ihr könnt es über Apple CarPlay, Android Auto als auch über Bluetooth dann mit dem Fahrzeug verbinden. Genauso wie die Navigation. Hier könnt ihr rein und raus scrollen. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Übersichtsgrafik, die man hier hat. Eigentlich ein Standard für ein Navigationssystem. Und dann haben wir das Menü Einstellungen, wo wir sämtliche Funktionen des Fahrzeugs etwas unterteilt haben, wie zum Beispiel auch das Bose Soundsystem, was übrigens ganz fantastisch klingt. Das ist ja wirklich ein Ohrgenuss, ein Hörgenuss hier in diesem Fahrzeug, genauso wie Sicherheitseinstellungen und die Fahrzeugeinstellungen selber. Und Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, alles ist hier hervorragend dann über das Menü auch entsprechend einzustellen. Ebenso dann halt auch wie die Smartphone-Verbindungseinstellungen. Da seht ihr nochmal Apple CarPlay, Android Auto. Wir können hier alles wunderbar über das Menü steuern, als auch dann teilweise übers Lenkrad. Natürlich hat der Mazda MX-30 auch eine Rückfahrkamera mit Ultraschallsensoren und sogar einem 360-Grad-View, wo ihr genau sehen könnt, rechts in dem 360-Grad-View von der Reifenstellung, wo ihr euch hinbewegt. Das hat Mazda, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Ja, wir fahren über einen Wittstocker Kopfsteinpflaster mit 30 km/h und hier klappert nichts. Alles ist an seinem Platz und ich muss euch wirklich sagen, das Auto ist leise. Und macht einen hervorragenden Eindruck. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist die Sprache des Navigationssystems. Das habe ich nämlich aktiviert, weil ich mich auch in Wittstock nicht so perfekt auskenne. Hört mal. Das hört sich an wie so ein kleiner Verbrennungsmotor. Aber ich sitze so im batterieelektrischen Fahrzeug, Steffen. Also Mazda, mal ganz ehrlich, wenn wir batterieelektrisch fahren wollen, dann brauchen wir doch keinen Verbrennersound, dann kaufen wir uns doch gleich einen Verbrenner. Also mal ganz ehrlich, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich absolut 0,0 Verständnis zu tun dafür. Weil das macht einfach gar keinen Sinn, in ein batterieelektrisches Fahrzeug einen Verbrennersound reinzumachen. So, und da muss ich euch wirklich sagen, das passt einfach nicht. Und es macht halt das kaputt, was das Auto mühselig aufgebaut hat, nämlich ein richtig tolles Fahrzeug, batterieelektrisch, schön leise, wird kaputt gemacht durch so einen Verbrennersound. Also da kann ich euch nur empfehlen, macht ein Over-the-Air-Update hier beim Mazda MX-30 und nehmt das raus. Es ist einfach grausam. So, nichtsdestotrotz. Kommen wir mal zurück zum Auto selber. Fährt es ganz fantastisch. Hat ein sehr gutes Fahrwerk. Es ist sehr, sehr komfortabel. Man sitzt hervorragend in diesen Sitzen. Hört ihr das? Da ist er wieder. Wie so ein kleiner Verbrennungsmotor. Also ehrlich. So, und ja, wir geben mal drauf. Hört ihr wieder diesen Motorsound? Zack, sind wir bei 50. Er ist für seine 145 PS eigentlich recht zügig, recht flott. Das macht Spaß so in der City. Er geht ganz gut nach vorne mit seinen 271 Newtonmetern Drehmoment. Aber es ist natürlich kein Tesla. Und ich muss sagen, in der Motorenklasse, die wir da bisher getestet haben, jetzt auch nicht der performanteste. Ja, wir fahren mal 100 km/h hier über die Landstraße, die ist recht buckelig, aber der Mazda ist relativ weich und komfortabel gefedert. Manchmal hat man ein paar harte Stöße, aber das ist einfach der Straße entsprechend zurückzuführen. Und auch bei 100 km/h hat man jetzt keine lauten Außengeräusche, man hat ein paar Abrollgeräusche von den Reifen. Ein paar ganz leichte Windgeräusche, aber einfach durch die Geschwindigkeit bedingt. Und es ist ein sehr, sehr leises, gut gedämmtes Elektroauto. Ja, auf der einen Seite sagt Mazda, sie haben extra keinen großen Akku eingebaut, um Gewicht zu sparen, weil es ja ein City-Auto sein soll, was irgendwo dann in der Kurzstrecke bewegt wird. Aber das Auto fühlt sich einfach massig und schwer an. Und auch der Elektromotor hat mit dieser Masse auf die 4,40 Meter Länge etwas zu kämpfen. Und da hat er, glaube ich, auch nicht so diese performante Gefühl, was wir sonst aus den etwas kleineren Fahrzeugen mit der gleichen Leistungsklasse gewohnt sind. Und ich hätte mich gefreut, wenn Mazda
mehr als 35,5 Kilowattstunden Akku verbaut hätte, weil es ein richtig tolles Auto ist, dem einfach nur am Ende ein Stück Reichweite fehlt. Reichweite in dem Sinne, dass man es halt mehr als für die City nutzen kann. Ich denke, die 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch, die sind äußerst realistisch von Mazda. Sicherlich kann man ökologisiert durch die Stadt das vielleicht noch etwas senken. Wenn man aber über Land fährt oder auch gerade Autobahn, dann fährt ja bis zu 140 km/h. Das sollte man nicht fahren, da ist die Reichweite, glaube ich, relativ schnell verschwunden. Aber wenn man dann 100, 120 auf der Autobahn fährt, dann wird man wahrscheinlich so um die 20, 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen. Und dann bei einem 35,5 Kilowattstunden Akku, könnt ihr euch selber errechnen, da schafft man gerade so die 150 Kilometer Reichweite. Und das ist einfach zu wenig, insbesondere auch in Verbindung mit der maximalen Ladegeschwindigkeit an Gleichstrom mit 50 kW. Wenn ich dann gedanklich übertragen, mal eine längere Strecke fahre, alle 150 Kilometer eine halbe Stunde, gute halbe Stunde mit 50 kW dann wieder lade, damit ich wieder ungefähr 120, 150 Kilometer komme. Ja, mit Verlaub, dann komme ich ja auch nicht an mein Ziel. Ne? Und am Ende gibt es ja viele, die den Anspruch haben, nicht nur dieses Auto vielleicht als Zweitwagen zu nutzen, um vielleicht die Kinder zur Schule zu bringen, einkaufen zu fahren und zur Arbeit zu kommen, sondern man möchte ja ein Auto vielleicht auch haben, um etwas mehr damit zu erleben, den Wochenendausflug genauso wie auch Freunde und Bekannte zu besuchen. Und da muss ich sagen, stößt der Mazda MX-30 leider so ein bisschen bedingt durch den kleinen Akku und den nicht ganz geringen Verbrauch auch etwas so an seine Grenzen. Als Lösung würde man denken, dass Mazda vielleicht auf die Idee kommen könnte, einen größeren Akku anzubieten. Also sprich ein MX-30, der dann vielleicht auch eine 60 oder 65 Kilowattstunden Batterie hat. Nein, denkste, Pustekuchen. Mazda denkt drüber nach, einen kleinen Wankelmotor einzubauen als Range Extender, um dann mit einem Verbrenner die Reichweite zu verlängern. Sorry Mazda, irgendwo seid ihr noch nicht ins batterieelektrische Zeitalter angekommen. Sorry. Ja, aber schaut mal, wie schön Wittstock ist und ärgern wir uns nicht, dass Mazda über einen Range Extender nachdenkt. Das gab es ja auch mal im BMW i3. Ne, das hätte man abgucken können. Da hat es auch schon nicht wirklich für Begeisterung gesorgt. Sicherlich funktioniert die Technik, aber halt eben auch nicht so, dass man damit in die Zukunft kommt. Und wir wollen ja alle gemeinsam auch mit batterieelektrischen Fahrzeugen eine Mobilitätswende schaffen. Und das schaffen wir halt nur mit gut funktionierenden Elektroautos. Ja, da kommen wir auch schon langsam zum Fazit. Mazda ist ein richtig tolles Auto gelungen. Batterieelektrisches Fahrzeug, leider mit einem etwas zu kleinen Akku. Aber ging das Auto selber von den Fahrleistungen, von den Werten, von den Ausmaßen, von den Beladungsmöglichkeiten, ist es halt wie bei jedem batterieelektrischen Fahrzeug am Ende auch Geschmackssache. Deswegen möchte ich das Auto um Gottes Willen auch nicht schlecht reden. Ihr müsst für euch mal zum Mazda-Händler fahren, wenn euch das Design gefällt, diese Review gefallen hat, und es euch mal persönlich anschauen, mal selber ein Kopf-Bauch-Gefühl für dieses Fahrzeug zu bekommen. Reicht euch die Ladegeschwindigkeit, reicht euch die Batterie von der Kapazität mit der entsprechenden Reichweite in Verbindung und ist es dann vielleicht doch für euch das passende Auto? Das kann ich natürlich hier nicht abbilden. Ja, aber meine Bitte an Mazda, wenn Sie mich denn erhören oder vielleicht der Mazda-Händler, der es dann weitergibt an seine entsprechenden Abteilungen, denkt doch mal drüber nach, diesem tollen Auto vielleicht, wenn es technisch praktisch möglich ist, nochmal einen zweiten größeren Akku zu verbauen und anzubieten, dass man einfach da auf eine entsprechende Reichweite kommt. Schafft aus einem einphasigen Lader mit 7,x kW einen dreiphasigen Lader mit mindestens 11 kW, damit man halt auch in der Stadt oder an der Wallbox zu Hause entsprechend zügig das Auto wieder laden kann. Und denkt mal drüber nach, ob es nicht technisch möglich wäre, auch 100 kW oder 125 kW über den CCS-Anschluss zu laden, damit man einfach, wenn man auf Reisen ist, auch wieder zügig weiterfahren kann und dann immer eine schöne, kurze, knackige Pause hat von 20 Minuten, um dann weiterzufahren. Ja, wir sind jetzt wieder am Autohaus Waleske, dem Mazda-Vertragshändler in Wittstock, angekommen. Und zwar mit einem wunderschönen Mazda MX-30, der übrigens nicht hellgrau ist, sondern Herr Waleske, das ist der Geschäftsführer und Eigentümer des Autohauses. Mondsteinweiß ist die Farbe.
Mondsteinweiß. Wunderschön. Also mir gefällt sie hervorragend. Ein tolles Auto, Herr Waleske. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeiten hatten, das bei Ihnen mal zu reviewen und Probe zu fahren. Und da wäre auch meine erste Frage an Sie. Spüren Sie denn schon eine hohe Nachfrage an batterieelektrischen Fahrzeugen? Das ist schon da. Also wie gesagt, seitdem die Förderung gibt von 6.000 Euro vom Staat und 3.000 Euro vom Hersteller, ist da schon Bewegung zu merken. Also verkauft habe ich noch keinen. Meine Kollegen schon mäßig. Also einer hat 4, einer hat 3 verkauft, je nachdem wie groß der Händler ist. Aber bin eigentlich zuversichtlich, dass da welche weggehen von. Ja, da drücken wir Ihnen natürlich die Daumen, dieses tolle Auto auch gut zu verkaufen und wünschen Ihnen da maximalen Erfolg. Ich hoffe, dass unser Video auch ein kleines Stück dazu beitragen kann. Herr Waleske, vielleicht verraten Sie uns, wie lange muss ich denn warten, wenn ich heute bei Ihnen so ein Mazda MX-30 bestellen würde? Wann dürfte ich dann von Ihnen die Schlüssel übergeben bekommen? Also Mazda hat ein spezielles Angebot für die Kunden. Das nennt sich First Edition, die Ausführung. Und die ist komplett lieferbar mit allen Farben. Mazda übermittelt uns täglich die Verfügbarkeit, also ob jetzt irgendeiner unter 10 Fahrzeuge geht, also ob die Fahrzeuge dann halt nicht mehr so verfügbar sind. Aber im Moment sind alle Farben verfügbar von der First Edition und ist das möglich. Ja, klasse. Also kann ich sozusagen theoretisch, ich sage das immer so aus Spaß, unter einen Tannenbaum noch mit 16% Mehrwertsteuer, das ist ja auch ein erheblicher Betrag, das sind ja auch rund bei 900 Euro und sogar mehr, je nach Ausstattungsvariante, die man noch sparen kann bis Jahresende. Also könnte ich quasi unter einem Tannenbaum mit einem Mazda MX-30 mit einem Matrix-LED-Licht sitzen Weihnachten. Sie können vorher damit fahren. Ja, klasse. Sie können vorher damit fahren, also wie gesagt, je nachdem. Im Moment ist es so, dass die Fahrzeuge in Antwerpen stehen, dass die nur für die Kunden abruft. Also der Händler ruft natürlich für den Kunden den ab. Und die sind ungefähr in so 3 Wochen hier. Wenn man jetzt ein Auto kauft, wäre in 3 Wochen das Auto hier, wird alles noch fertig gemacht. Also spätestens in 4 Wochen ist im Moment die Lieferzeit. Ja, 3 bis 4 Wochen, das ist ja fantastisch. Also da hat ja Mazda richtig mitgedacht und auch entsprechend Fahrzeuge vorproduziert und die auch schon nach Europa geschafft. Das gefällt mir richtig gut. Gibt es denn da auch ein spezielles Angebot, was Sie vielleicht offerieren können über die Mazda Bank? Haben Sie da spezielle Angebote aktuell für dieses Fahrzeug? Wir haben eine 0% Finanzierung und wir haben auch ein spezielles Leasing-Angebot. Ja, Herr Waleske, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken mit so einer modernen Faust zu Corona-Zeiten, dass wir dieses wunderschöne Auto bei Ihnen fahren durften. Und freuen uns natürlich, wenn Sie uns da mal berichten, wenn wieder was Neues, batterieelektrisches bei Ihnen auf den Hof rollt. Vielen Dank. Ja, das war eine weitere Folge von Tesla Olli. Heute mit dem Mazda MX-30 vom Mazda-Händler Waleske in Wittstock in Brandenburg. Und nochmals ganz herzlichen Dank. Ich bin ja immer noch verliebt in diese Mazda-Rückleuchten. Die gefallen mir einfach richtig, richtig gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht Teil der Tesla Olli Community seid, solltet ihr genau jetzt auf den Abonnement-Button drücken und Teil der Tesla Olli Community werden. Nicht vergessen, das Glöckchen zu läuten, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ciao, stay tuned!